könnten auch die Verwaltung auf Spätfeudal schon umstellen. Machen wir mal. Problem ist nur, dass du dann gegen ihn keine Chance hast, wenn er, revoltiert. Ja, das kommt halt auch dazu. Das heißt, wir müssten ihm... Na, wenn er revoltiert, hilft auch kein Verbündeter von außerhalb. Ja, das ist... Ich lass mal das Spiel weiterlaufen. Wir haben jetzt hier eh noch diesen... den Heiligen Krieg von, den... ausstehen. Wie schön, dass mein Papst, hilfst du uns wenigstens um Geld bitten? Wir haben keine 201 Pietät mehr. Also, verdeckt durch die Cam mal wieder. So. Wir haben nicht die Pietät dazu. Wir sind hier eigentlich mit unserem Cousin. Kann man mit dir eigentlich kein Bündnis schmieden, weil er kein naher Verwandter ist. Genau, ein Cousin ist kein naher Verwandter. Also ich habe diese Streitmächte bei weitem nicht so nervig in Erinnerung. Ich kenne die, gut, ich habe sie jetzt ein paar Jahre nicht gespielt. Ich kenne die halt, dass sie ihr Abenteuer ankündigen. Mein Buch von Regensburg kann ich auch noch normal laufen. Wir treffen uns alle mal in Basel. Euch schicke ich nach Innsbruck. Euch schicke mal ins Brungau, dann nach Innsbruck weiter. Dann nehmen wir euch noch mit und ihr lauft dann über Chur, Schwyz nach Basel rein. Ja, laufen sie halt ins Sundgau. Liegt auch an der Riten relativ niedrige Moralautorität, ja, das ist... Ich finde es halt irgendwie imbar. Ich finde diese Streitmächte nicht balanciert. Ich meine, die kommen, haben 8000 Soldaten, das hat keiner zu der Zeit. Das kriegt der Italiener, die Italienerin kriegt's hin. Nenne mal, die kriegt's aktuell hin, ja. Das Gold ist nicht vorhanden wirklich, weil sie ja ständig plündern, die zwei, drei oder je nachdem, wie viele Streitmächte es sind. Also man kann auch nicht irgendwo was ansparen. Geht alles nicht. Das heißt, man ist eigentlich gezwungen, den Länder reinzugeben, in der Hoffnung, sie revoltieren nicht. Ja, wenn sie revoltieren, ist man eh platt, weil sie ja die Kohle dafür haben, sich weitere Söldner anzumieten und so weiter. Also ist schlussendlich eine ewige Fasti-Geschichte. Never-Ending-Story. So, jetzt sollte man aber hier mal sagen, lauf nach Basel, das war noch falsch eingestellt. Und euch sollte man alle... wir schicken euch in die Schwyz, von der Schwyz weiter nach Bern und dann nach Basel. Ne. Schicken euch in die Schwyz, Zurichgau, Basel, so rum lauft er jetzt. Du läufst falsch. Du musst so nach Basel reinlaufen. Du knallst oben wieder da in die Streitmacht rein. Ja gut, die ist jetzt hier. Es muss doch einen Weg geben, die zu besiegen. Die Streitmächte. Die nerven mich seit zig Folgen schon für YouTube und auch für Twitch schon seit sie eigentlich da sind. Weil ich keine Chance sehe, da irgendwas zu machen. Jetzt haben wir alle gebündelt. Schön, jetzt habe ich sie gebündelt hier. Jetzt kommt der von unten, macht sie platt. Ach komm, das ist doch ein Mist.
ist einfach nervig. Ich hätte mir den 1300 Gold, die wir bekommen haben, hätte ich das Königreich custom gründen sollen und fertig. Die Herzogtümer verteilen und gut ist. Was gehörten dir eigentlich, der du uns den Krieg erklärt hast? Du hast nur eine Moschee und ein Scheichtum, ein pseudomäßiges, ja. Ja, stimmt nicht. Warum hört ihr jetzt hier auf mit dem Belagern und geht da rüber? Wenn das halt auch... wenn andere Herrscher sich zusammenschmeißen, ja? Ich meine, die könnten ja alle außenrum sagen, uns geht es so tierisch auf den Nerv in den Streitmächten, können wir irgendwas machen, wir verbünden uns zusammen, würde am meisten Sinn machen, ja. So rennen die halt von Domain zu Domain, jeder macht sein eigenes Süppchen und am Ende sind alle ausgenommen und die Streitmächte lachen sich einen drüber ab. Jetzt euer Ding, belagert doch das jetzt zu Ende, dann haben wir es doch gewonnen. Lauft da nicht immer ein Zickzack? Wir laufen jetzt hier über Schwyz, Wallis, Savoy nach Genf runter, wenn es noch geht. Das war zu früh geklickt. Ein bisschen mehr angekommen. Ja gut, wir hätten da oben mithelfen sollen bei dem. Hier mithelfen sollen, aber da war es mir wieder zu riskant, in die Streitmacht erneut reinzurennen. Ein, zwei Dinge sind wirklich unlogisch. Wie dieses ständige Gezänkere um Mini-Grafschaften über fingierte Briefe. Wenn man doch merkt, dass der große Gegner gerade im Westen steht. Und man sich dann untereinander noch zerfetzt. Mein klassisches Beispiel war, man müsste auch zwei, drei Folgen her sein. Hier, das ist ja, wie nennt sich Savoyen, ja. Hat einen Heiligen Krieg laufen. Die hatten nichts Besseres zu tun, der damalige Herzog, wie Ansprüche für seinen walisischen Pfaffe auf die Schwyz zu fingieren. Da sind sie dann reingerannt wie die Bekloppten und vom Westen kam der Sunnite und hat sie platt gemacht und das Endresultat, sie haben nichts. Sie haben nichts. Sie sind verschwunden von der Karte. Weiß nicht, wo sind die jetzt untergetaucht? Geschichte mal nachgucken. Ah, du bist doch. Du bist jetzt geflüchtet an den Hof von König von Frankreich. Unserem Cousin. Der auch kein Bündnis will, weil wir sind ja nicht verwandt mit ihm, ja. So, wer bist du jetzt? Okay, du bist wenigstens mal eine Anständige. Die hat jetzt von sich aus erklärt, uns zu helfen, weil wir schon fertig sind mit dem Krieg. Das Ding ist durch.
Ich weiß nicht, wie viele Streitmächte gibt auch der auf der Karte. Ich habe so das Gefühl, es gibt nur 2, 3 und die rennen immer bei uns rum aktuell. Oh, das sieht gut aus. Ne, selbst der schafft es nicht so das aus. Ne, der schafft es auch nicht. Maximal nervig. Ich würde es feiern, wenn ihr jetzt da Richtung Südwesten abzieht, Richtung Marseille da runter die Gegend, also Provence. Toulouse, geht doch da in die Gegend, da ist Geld vorhanden. Am besten geht er direkt hier nach Spanien runter. Wenn er da unten im Kreis toben. Der Graf von Bolzano hat jetzt Ansprüche auf Innsbruck fingiert. Ja, schön. Dein 807 Soldaten gegen 1600. Es macht natürlich Sinn, da ein Fass aufzumachen, klar. Dein 200 Gold kommst du auch weit mit irgendwelchen Lehnstruppen. Mm-mm. Was sind da hinten aus mit dem katholischen Glauben? Jo, wird besser. Hast du jetzt alles auseinandergenommen in der Schwitz? Der nächste Ansprüche will, du bist jetzt wer? Keine, okay. Er ging drauf, schön. So, bilden wir unseren Sohn mal weiter aus. Verlobt waren jetzt alle. Moment, ich schaue nochmal nach. Die Agnes hatte man noch nicht. Doch, du bist auch verlobt. Also sowieso. Ja, sind alle unter Dach und Fach. Elisabeth hat sogar schon eine Enkelin. Und du wirst die Nachfolgerin von Friaul. Das ist, was wir eigentlich wollen. Unter anderem noch wollen. Aber was ich mir vorgenommen habe, noch zu holen. Und daher, wobei hier würde es jetzt aus Frankreich drin, das macht halt auch null Sinn. Halt null Sinn. Es macht auch wenig Sinn, da oben diese. Oh, warte mal, da ist ein König draufgegangen, oder? Da einen zerlegt. Oh, der Pole frisst sich halt weiter vor bis Worms, ist klar. Ist klar. Nehmen wir hier wenigstens was? Ah, ne, wir haben keine Kohle. Ja, wir haben keine Kohle, wenn wir ständig geplündert werden. Da war ja was. Da war ja was. So, und wenn dann da fertig bist, kannst du wieder nach Basel runter, weil die haben sich wieder erholt. Zürichgau hast du noch kaputt gemacht, dann gehst du nach Bern. So läuft er ewig im Kreis. Keine Möglichkeit. Und wir könnten Pietät ansammeln. Okay, Augsburg wird wohl katholisch gemacht. Ja. Wo rennst du jetzt drum kriegstechnisch? Ach, du bist auch involviert bei der Krim-Geschichte. Okay.
Scheint wohl ja wichtig zu sein, aktuell da unten die. Der Bereich im Niemandsland. Wo lauft ihr jetzt hin? Oster rebelliert jetzt wohl auch. Gegen Spoletto. Oh, das ist ja da, das ist ja komplett zerwurmt. Und er rebelliert ja, ne, er rebelliert gegen irgendeinen Herzog. Ich tue nicht diese politische Vorbehalte, wo auch immer die herkommen, ja. Hat sie jetzt da. Ah ja, die Streitmacht. Oh, die Streitmacht haut jetzt selbst schon Muslime kaputt da unten. Oder? Nee, nee, nee. Sie ist geschwächt für den Augenblick, aber da kommen ja immer wieder Soldaten nach. Der hat ja aktuell 5942, Maximum wäre, Moment. Maximum wäre 8980. Der trifft in der Schwitz ein und kriegt jeden Monat 449 wieder dazu. Das heißt, der ist bald wieder bei voller Stärke. Also müssen wir dem konsequent hinterherrennen mit, sagen wir mal, 10, eher 11k Soldaten, damit man Puffer hat. Keine Ahnung, wo ich die herzaubern soll. Wenn man sich hier mal die größten Söldnertruppen anguckt, das sind 4,5 und die kosten 450. Das heißt, gehen wir 4, 8, 12, dann 13, dann reden wir von 4, 8, 12, 13, 13.500 Gold. Für den Spaß. Und dann ist der Unterhalt noch nicht bezahlt im Monat von, was sind das, 100 rum. Das heißt, lass rechnen mit 15, 16, 1700, 1700 Gold für die drei Armeen oder die drei Söldnertruppen, um sie zu vertreiben. Ja, das weiß ich. Das kommt daher, dass man gegenseitige Ansprüche haben, aber die hatten wir mal nicht. Ja. Die hatten wir alle mal nicht. Die hatten wir alle mal nicht. Es war ja mal auch anderweitig geplant. Sie war ja mit dem... mit unserem König Rudolf von Italien, ist ja unser Bruder, und der war ja eigentlich geplant als Nachfolger. Es hätte gar nicht der aktuelle Karl der Kahle sein sollen, sondern eben, gehen wir mal eine Ebene höher, der zweitgeborene Bruder. Und dann wäre Italien und das Österreich vereint gewesen, eine Generation später. Wir haben auch noch Anspruch auf Kärnten. Ja gut, das haben wir uns jetzt fingiert. Über den Papst. Schwacher Anspruch auf Frankreich, das kommt durch die Verwandtschaft, und Mantua kommt auch durch irgendwelche Heiraten, aber das ist doch schwach. Also, da verstehe ich aber die KI dahinter auch nicht ganz. Also im strengsten Fall geht der Muslim jetzt her, erklärt ihr den Krieg, irgendeinen heiligen Krieg da unten, was weiß ich, Piemont, Nizza, die Gegend, Genua. Wir können ihr nicht helfen. Und der Muslime erklärt uns den Krieg und sie hilft uns. Ne? Das heißt, wir gucken beide zu, als Christen, wie der Muslime einmarschiert. Und das macht für mich halt null Sinn. Wie sieht's denn da oben aus? Haben wir noch diesen Waffenstillstand? Jo, haben wir noch. Deswegen machst du auch kein Bündnis mit, genau. Den hätte ich noch gerne an Bord.
Nehmen, was geht. Aber die eine Streitmacht ist jetzt wohl Richtung Norden abgezwitscht als fürs Erste. Jetzt haben wir nur noch einen im Land rumrennen. Ja, da war auch weiterhin sein Spaß. Oh, wird bald die nächste kommen. Machen wir jetzt mit dem Pole da. Halt auch irgendwie, warum steht der Pole in Worms, Weinsberg? Das ist hier Exklave. Ja, sie wird uns helfen, wir haben einen Verteidigungspakt gegen den Muslim. Aber ich gehe mal schwer davon aus, sie hat uns eben nicht geholfen bei dem Transjuranier. Warum soll sie uns in Zukunft helfen? Da war sie nicht mit beteiligt als Verbündete. Hat sich auch nicht angeboten, hat zugeguckt. Vielleicht hat sie auch nicht mitgemacht, weil sie selber, ich weiß nicht, ob das die Geschichten ja mit Frankreich noch lief zu der Zeit. Finde ja auch witzig, dass die Hauptstadt von Frankreich, vom Königreich von Frankreich in Parma ist, aber gut. Stimmt so. Du kannst auch ohne Bündnis bei einem Heiligen Krieg anfragen, beizutreten. Ja, man kann's. Die Frage ist nur, würdest du es machen? Würdest du es machen? Und das hat sie eben nicht getan. Um hier eigentlich mal wieder irgendwie zu kohlen, oder? Lass es einfach mal auf höchster Stufe laufen, weil es passiert aktuell nichts, außer dass ab und an mal wieder einer wegstirbt. Ah, wir brauchen einen neuen Hof. Bitte, warte mal, du warst doch hier. Ne? Du bist doch ein Ketzer. Ich umhebe mal des Amtes. Ich muss ja gerne Krieg erklären, dann schauen wir mal, wie weit du kommst. Gar nicht falsch. So, und weg ist er. Haben halt irgendwo im der Kanzler vom Nordgau da rennt darum, ja. Soll einen Anspruch fingieren auf Regensburg. Sehe ich nicht kommen. Jetzt gegen den Pole rein und zwar. Da können wir ja nicht, wir haben ja keine Kohlen. Wir haben Kanzler einen Hofspitze gebraucht, einen neuen. So. Du betreibst Kulturforschung. Ne, Quatsch, du bekehrst doch noch. Du bekehrst doch noch, halt ich ganz falsch. Du standst in Freistadt. Technologie studieren in Rom, so. Und ich blende mich mal kurz aus und lasse es laufen. Und sag mal bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Und es gibt einen neuen Krieg, okay. Neuer Kreuzzug geplant. Wer mitmacht, außer uns. Ah ja, so langsam kommen sie. Und hier könnte man ja auch mal gucken, macht die Italienerin mit. Und ich habe die da nie dabei gesehen.
Ja, ich weiß, wir sind ein schwacher Verbündeter für sie. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich auch nicht nachvollziehen kann, irgendwo ist dann doch die Verwandtschaft, wenn sie sich verheiratet mit dem Bruder. Die fährt aber in Italien, glaube ich, ihr eigenes Süppchen. Weil wenn ich mir das hier angucke, sie hilft auch nicht beim Kreuzzug mit. Können wir mal gucken, sehen wir sie irgendwo? Nö. Ja, mit dir war, hatte ich noch was vor, genau. Wann läuft denn das aus, dieser Malus? 24. Oktober, lassen wir den mal auf. Nö, sie macht hier nicht mit. Also sie hat null Interesse, irgendwie in der Christenheit was zu ändern. Oder in der Situation. Klar, sie hat. Pff, ich verstehe, das Interesse hat. Ihr scheint es wohl zu gefallen, das ist die. Meine, auf der anderen Seite ist sie keine starke Königin im Norden, nördlich der Alpen. Kann ich verstehen. Und deswegen hilft sie indirekt mit, oder hilft sie nicht mit bei den Heiligen Kriegen und lässt dann die Muslimen weiter ins Land reinziehen. Weil irgendwann wird es auffallen. Nehmen wir mal jetzt an, komplett hier die Christenheit fällt, sie wäre die Letzte da unten. Kriegt sie ja auf den Deckel. Wobei es mich wundert, dass sie ja mit Italien noch nichts gemacht hat, also dem Bereich ja Barcelona, was ihr gehört. Da muss ja irgendwas noch laufen. Wenn er hat 14k, wie viel hat sie im Moment? Na, sie hat 15, okay. Und ist auch in diesem Verteidigungspakt. Na, trete mal dem auch mal bei. Hubert und seine Frau sind, ja, sind interessant. Oder wenn man wohltätig. Wenn eine höhere Diplomatie, personelle Kampffertigkeit ist schon egal. Kirchenmeinung, ne, wir werden wohltätig. So. Das Thema da, die knapp 2 Gold. Wo ist denn eigentlich da der Oberste von euch? Wer bist du? Wir selber könnten auch ein Ziel des Kreuzzuges. Moment, was ist denn da jetzt los? Ah, wir bitten um eine Änderung des bevorstehenden Kreuzzuges. Ja, ne, machen wir natürlich nicht. Könnten es aber ändern. Hier sehe ich uns halt auch nicht. Wenn wir die Italienerin da mitmachen, wäre das Ding auch durch und wäre gewonnen. Wie gesagt, sie weigert sich da renitent. Da macht eigentlich jeder mit. Das ist. Sehe dann aber nicht kommen, ganz ehrlich, ne, ich sehe dann nicht. Ah, ich glaube, jetzt hat er die Streitmacht kaputt gehauen, oder? Geht das jetzt kaputt? So, ich glaube, ich jetzt auch wieder Ketzerei. Er hat jetzt verloren, er läuft jetzt zurück, aber er hat immer noch 4.500. Wer bist du jetzt und was willst du hier? Wo kommst du bitte her? Warum hat der keinen Krieg gegen uns und steht trotzdem da und plündert? Was geht denn jetzt ab? Macht halt auch null Sinn für mich. Die einfach aus dem Nichts steht eine Armee. Ist okay. Ich meine, die kriegen wir wenigstens jetzt kaputt, aber ich verstehe nicht, was du hier willst. Ach, der ist auch so einer auf Beutezug, verstehe.
Ach, und das ist auch wieder mal ganz optimal, wie wir hier reinlaufen, weil der jetzt mit seinen 4-8 wieder dasteht, weil er meint, oh, drüben kann ich nicht plündern, plündern wir wieder bei uns. Kenne ich mich aus. Hier läuft jetzt über die Spitzkur so außenrum, in der Hoffnung, der bewegt sich nicht bis dorthin. Ihr seid safe. Gut, ihr lauft ins Verderben rein. Nomadische Plünderer Horden, ja, kommen die nächsten Truppen. Aber immerhin sind sie nicht so stark, weil ich würde verstehen, hinten die 2K wird vollkommen ausreichend für das Spiel. Ja. Aber so ist halt einfach nicht balanciert. Und der ist ja aktuell schwach mit 4800. Im Maximum hat er ja 7320. Ich sehe es nicht kommen, wie ich den wegkriege. Ja, da ist schon wieder seine 5K zusammen. Monat wieder um gewesen. Als rein. Oder weil er mir das gestresst verloren, kann ich gar nicht verstehen. Ich laufe jetzt mal da oben rein, kriegen dann zwar 100%, ja egal. Müssen sie durch. Du läufst über Kurlandeck auch mittlerweile direkt rein. Müssen wir alle direkt jetzt reinchecken, ja kann man. Wie es jetzt aussieht mit der Out 29. 29. Nichts, aber den Kreuzzug sehe ich nicht kommen. Würde die Italienerin mitmachen, ja. Aber macht sie nicht. Und das ist ein Zeichen für mich, dass die da unten irgendeinen Misch macht. Hört er nicht weg. Warte mal. Warum beschleunigen wir den Vorgang nicht? Hat die Leute an ihrem Hof, die keinen Bock mehr auf sie haben? Hat sie genügend? Weil mehr schlimmer wie jetzt kann das Verhältnis auch nicht mehr werden, ganz ehrlich. Deswegen sage ich auch hier jetzt Verschwörung automatisch einladen. Jeder, der Bock hat, so wegzumachen, ist eingeladen. Okay. Was läuft da jetzt für eine Nummer? Philipp von Katarischer Aufstand. Kriegen wir dich jetzt los? Auch nicht. Kam jetzt diese... Nein, die waren über Jahrzehnte katholisch, hier gab es nie Probleme, weil jetzt das eine wurde katharisch, das andere zack, direkt einen Krieg bekommen. Ja, ich weiß, wir sind, aber ich will keine Grafen verteilen. Nochmal, das, nein. Dann sitze ich lieber die Geschichte hier aus. Schau dem Treiben halt zu. So, gehen wir mal rein. Ja, okay, der kriegt jetzt eben Boni, weil wir vom Berg kommen. Na, irgendwas müssen wir ja machen. Irgendwas müssen wir ja machen. Verbündete können wir auch keine rufen. Da unten kommt der jetzt schon wieder angewackelt. Ach, das ist doch... Das nervt. Er läuft jetzt da in den von Friaul rein, bringt aber auch nichts. Ja, schauen wir mal, ob wir untergehen oder nicht. Ja, schauen wir mal. Suche ich gar nächste Rebellion. Sind sie schon bei... Ach komm, das gibt's doch nicht.
sieht bei dir keine Möglichkeit. So, nimm's halt, wer glücklich mit dem Land, was hast. Nimm es. So, jetzt das pimmelst du da rum mit. Ja, auch so ein Ding, dass die durch Ereignis erschienene Soldaten nicht weggehen. Wir könnten ihm jetzt den Krieg erklären. Immer nicht, wir sind ja bankrott. Bankrott sind wir, weil wir die blöden Blünder haben. Durch die nächste Provinz, die dann verloren geht. Ich da jetzt die Geschichte. Ja, du kriegst wenigstens ein Bündnis mit uns noch hin. Der Kreuzzug schlägt viel, weil unter anderem Italien nicht mitmacht. Mama, passiv mit. Da oben Renau streitet mich darum, aber die sind deutlich schwächer. Das weg. Was ist das? Munching Bürgermeister servierte der Wein wie immer. Seltsam schmeckte. Was ist das? Ein vertrauenswürdiger Mundschenk, Bürgermeister, bla bla bla, servierte den Wein wie immer und auch wenn er etwas seltsam schmeckte, dachte ich nicht weiter darüber nach, bis es zu spät war. Der Wein muss vergiftet gewesen sein. Weshalb sollte ich mich sonst so fühlen? Wer bist du überhaupt? Irgendein Bürgermeister, okay. Katholischen Glaubens. Ja, dann stirbt er halt für die Geschichte. Den einen kommt es jetzt auch nicht mehr an. So, Wirtschaftsforschung weiter in Wien. Ja. Hätte gern die Gräfin von Villach Anspruch aufs Brongau. Okay, kannst du machen. Ja, wenn wir jetzt nicht im Miesen werden. Ja, ich komme auf keinen grünen Zweig. Aber wir sind schon wohltätig, oder? Ja, wir sind schon wohltätig. Die nächste Provinz, die verloren geht. Also wo eine Ketzerei stattfindet, sagen wir es mal so. Wenn man jetzt hier oben, landsloser Sohn, Karl. Ah, okay. Basel wird wieder St. Immer. Können wir jetzt durchklicken. Da ist eine relativ kleine Streitmacht. Relativ. Machen wir nicht hier den Fokus mal ändern auf nee, der kann halt abgebrochen werden. Wie sieht es denn aus mit der Intrige da unten? 70% sind jetzt schon dabei. Nur lass mal überlaufen. Ja, die gehört allein schon aufgrund der Tatsache weggemacht, dass sie nicht hilft. Ja, ich weiß, wenn die Moralautorität niedrig ist, hat man dann ein erhöhtes Revolutionsrisiko. Ja. 5,9 ist komplett hinüber. Mixer, wird sie hier unten? Ich verstehe ihre Haltung nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Hat die nicht Angriffspakt mit ihm, also mit dem
Fände ich dann aber auch schwach. Fände ich schwach, wenn man sich eher mit dem anderen Glauben verbündet als mit dem eigenen und sieht, wie der Rest da oben mehr oder weniger kaputt geht. Vielleicht ist auch irgendeine Charaktereigenschaft von ihr. Auf der anderen Seite wurde sie vom Papst gekrönt. Nö, ich lasse es einfach weiterlaufen. Da hinten sind jetzt die Nächsten, die plündern. Also, wo machst du jetzt für einen Krieg? Warum läufst du da los? Bulgarien und Italien gegen Polen um was? Okay. Ich würde auch gerne Krieg führen mit euch, aber es fehlt da was. Wieder der Italiener, der die Spitz will. Das Venture Park kann immer auf OK klicken im Moment. Das machen wir irgendwann später. Schwierig. Schwierig. Warten ist es dann auch, weil wir können mal umschalten auf die katholische Karte. Die nächsten Waldenser, die jetzt kriege ich hier mal durch, schauen wir uns mal die Karte an. Ja, da ist der nächste hier mit 1000 Waldenser Aufstand. Geht auch wohl vor die Hunde, oder? Nee, könnte man hinkriegen. Den könnte man packen. Mal nur gucken, wie laufen sie los und was sammeln wir so. Wir sammeln euch in... der Region. Aber warte mal, wenn wir die Souls losschicken, lauft ihr alle dran vorbei, genau. Euch schicken wir... auch dahin auch noch passt. Jetzt eigentlich den Mama Quinn vielleicht. Nö, Klömer. Wenn ich mit woanders da läuft. Nö, läuft schon einer rein. Du läufst auch rein. Egal. Wenn wir könnten einem wir könnten die ihn behandeln als Saiyan-Herzog und die Titel zuteilen. Das wäre eine Option. Und dann später den Herzog-Titel erschaffen. Weil wenn er selber einen Herzog-Titel erschafft, kann er uns die Unabhängigkeit erklären und so weiter. Wäre auch schwierig, bitte. Das wäre aber noch ein Mittel. So langsam gehen mir echt die Ideen aus. Ja, jetzt läuft er wieder nach Basel, plündert da weiter. Bremswitz und der nächste Aufstand. Jetzt sind schon 2.000 und wir haben nur noch 1,79, das war's. Und da geht's um was? Um Österreich. Ja, ich denke auch, dass der Katholizismus jetzt komplett niedergeht. Ich denke, der ist jetzt gefallen. Der ist jetzt gefallen.
Es sind immer mehr Provinzen. Vor allem sind es halt Provinzen, die eigentlich nie ein Problem. Ich meine, dass man die hier hinten bekehren mussten, war klar. Auch die Krems war mal katholisch, ist jetzt auch wieder, hat sich gedreht. Die Autorität ist jetzt bei 15,2. Danke auch nach Italien. Wobei, ihr seid ja nur einfacher. Ja, da ist ja nichts von. Ja, wir müssen es wagen, da reinzugehen. Was haben wir jetzt da? Landsloser Sohn, ja. Weg. Weg mit dir. Fangen mal an. Intrigen. So einen Adling können wir ja auch nicht herholen. Das heißt, wir müssen irgendwo am Hof einzaubern. Oder wir machen Bürgermeister jetzt zu Grafen. Du wirst jetzt der Graf von Innsbruck. Graf von Innsbruck und alles niedrigere. So. Jetzt geklappt. Yep. So, jetzt ist eine Stadt als Ding. Auch Dorf. Okay, war mal ein Versuch. Was passiert jetzt, wenn wir dir noch Lande geben? Mein Zweifel wäre auch wieder entzogen. Oder änderst du jetzt deine Meinung von? Beides sind Städte. Und eine Republik. Okay. Ich wollte was ausprobieren. Ich wollte was ausprobieren. Wo soll ich das Geld hernehmen, um. Wir schulden den jetzt. Hast du einen Republik-Vasallen gemacht? Ja, ich weiß. Ich weiß. Das war mal ein Versuch wert, ja. Opa. Nö. Weil ich hatte es auch schon, dass er dann gesagt hat, nicht, nee, erkennt dein feudales System an. Na, ist die nächste Region, die fällt. Was ich halt aber auch nicht verstehe, dass es bei uns so krass reinhaut. Und da oben, die sind ja alle noch katholisch. Ich meine, das hier oben ist noch, wird noch von Sachsen sein, aber das ist bei uns jetzt auch so knallt. Dich ermorden lassen, können wir dich einsperren. Ja, wir sperren dich mal ein, da kommt, ziehen wir es mal durch. Ziehen wir mal durch, wenn man mit dir kriegt, weil da drüben sehe ich es nicht. Gut, die 22 werden vorfüllen, die gehen drauf. Da, wenn wir gewinnen, kriegen Prestige. Schau mal auf die Revolutionsrisikokarte. Ja, Moment, schaue ich. Ja.
Hier oben auch rötlich. Weil klar, die sind jetzt dunkelrot hier unten, weil sie eben den katharischen Glauben angenommen haben. Aber wo kommt der her? Aus dem Nichts. Also mir auch katharisch werden, ist dann aber auch wieder mischen, haben wir wieder Probleme mit dem Papst. Weil die sind die. Der Papst hat Kohle, er hat Soldaten. Ja. Hilft uns aber auch nicht weiter. Der nächste Katare, der uns einen Aufstand erklärt. Jetzt bricht das jetzt Baden, ja. Jetzt bricht jetzt Baden. Wir können Verbündete rufen. Können hier Verbündete rufen. Vielleicht laufen die geschickt dran vorbei oder irgendwas passiert noch Fremdes. Irgendwas müssen wir ja machen. Kriegst du jetzt den Ehrentitel Regent? Dann fehlt uns ein Marschall. Wenn wir wieder nach Wien, auch wenn es wohl fällt. Der kommt, weil die Moralautorität bei 20 rumgammelt. Ja. Will ich mit euch was probieren. Was sammeln wir uns jetzt mal hier in Salzburg? Können wir auf den losgehen, weil dann verzichte ich auf Baden da drüben, geht das halt verloren. Dann alles, wenn wir erinnert halten können. Und jetzt läuft noch irgendein Waffenstillstand wieder aus. Mit wem? Ah, mit der in Pannonien, dann können die wieder Stress machen. Spatzt die uns unten die Steiermark wohl ab. Wobei, ne, die hat selber gerade Probleme. Der wütet da. Der Bulgare. So, das ist der nächste Kreuzzug. Und hier wird abermals Italien nicht mitmachen. Hat der überhaupt noch einer mit? Na, jetzt kommen sie langsam. Ich lasse es mal neben dran laufen. Können wir unseren Verbündeten sagen, holt das zurück. Dann gehen wir mal damit rein. Der da oben ist schwach, den kriegen wir selber noch, den kriegen wir selber auf die Kette. Dass wir die jetzt brauchen, wobei es wäre geschickter, warte mal, es wäre geschickter, das mit Baden zu machen. Wir teilen es ein bisschen auf, so halb. Und du unten hilfst uns hier mit, so. Irgendwie muss da jetzt. Der wird auch noch besser. Kreuzritter Austrasien ist am Start, Frankreich ist am Start, der Byzantiner ist dabei. Der Ire, der Schwede oder das, was später Schweden wird. Da fehlt der Ostfranke, der kein Interesse mehr zeigt.
Lass es mal jetzt ein bisschen schneller laufen. Wo laufen wir denn jetzt hin? Wir gehen nach Innsbruck, haben wir gesagt. Wobei der Krieg sollte nichts, der sollte nicht ändern. Sansa ist katholisch geworden? Nee. Doch, tatsächlich, ja. Katholisch geworden, doch, klar. Sonst könnte er ja nicht mitmachen, stimmt. So, brauchen wir einen neuen Hofgeistlichen. Pff, ist überhaupt noch Sinn, den irgendwo einzusetzen? Ja. Grafschaft konvertiert, ja, 2% sind besser wie nichts. Da ist jetzt eben Bündnis zerbrochen, weil der starb. Aber mit dem Nachfolger können wir ein Bündnis machen, weil es ein Enkel ist von uns, genau. Dann haben wir das wieder gesichert. Allah hieß Carling. Burgund. Jetzt so, also an könnte das heißen Karolinger. Ah, der Vorname war mir ein bisschen komisch. Warte mal, hast du. Oh, das ist der doof. Der hat so geheiratet, dass der Nachfolger nicht mehr der eigenen Dynastie mehr angehört. Gut, so kann man aussterben als Haus der Karolinger. Glückwunsch. Glückwunsch. Können wir immer noch keinen Krieg erklären, weil wir keine Kohle haben, weil wir nie Geld kriegen, weil wir ständig ausgeraubt werden. So, aber wir können irgendwas verbessern. Bringt uns aber auch nichts mehr wirklich, weil wir nicht bauen können. Militärorga können wir noch hochdrehen, Kavallerie, so. Aber Toleranz war doch das gegenüber Andersgläubigen. Anderer Kulturen, andere Religionen, genau. Wollen wir die mal hochdrehen? Was haben wir jetzt da? Neue wichtige Entscheidung. Ein Hofarzt. Ach, wir haben keinen Hofarzt im Moment. Okay. Haben wir noch einen in den eigenen Reihen? Yep, Hammer. Ein Hoflehrer haben wir auch keinen. Warte mal, da war doch irgendeiner. Die schmeißen wir mal direkt vom Hof raus. Das ist nämlich... Das ist unsere Gattin, die ist hängrisch. Ja, das passt. Mit dem mit der besten Bildung, gucken auf die Eigenschaft bescheiden, neidisch, ne? Jo, der ging schief, war klar. Dann nehmen wir Werner, der hat bessere Eigenschaften als Simon. So. Der Erbe ist immer noch unverheiratet. Jetzt sind sie da gebildet, sind wir mit dir noch im Bündnis? Nö, aber...